Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ja, ich dachte eigentlich, die Zeit der Tagesimpulse ist vorbei, aber es geht wieder los. Ja, es geht wieder los. Diesen Eindruck haben momentan viele. Es geht wieder los mit der Angst, mit der Panik, ja, auch mit der Perspektivlosigkeit. Fürchtet euch nicht, so heißt eine der zentralen Aussagen, die Jesus im Neuen Testament macht. Die ganze Bibel ist voll von dieser Aussage, fürchtet euch nicht. Wir in Klausen hier, Pfarrhaus, wir als brüderliche Gemeinschaft, aber auch unsere tierischen Mitbewohner, wie hier Trinchen, unsere Hauskatze, die Fische hier. Ja, wir leben aus diesem Bewusstsein Jesu heraus. Fürchtet euch nicht. Der Glaube an Gott gibt uns Kraft, er macht uns Mut, er lässt uns das Licht am Ende des Tunnels sehen. Es geht wieder los, ja, aber es geht hoffentlich auch wieder los mit der Hoffnung, mit dem Mut und auch damit, dass wir eine Perspektive haben. Am Ende des Tunnels ist das Licht. Am Ende des Tunnels winkt die Normalität und die Freiheit. Fürchtet euch nicht, so sagt Jesus, fürchtet euch nicht, das wünsche ich uns allen. Ich lade Sie ein, wie immer beim Tagesimpuls, mit mir das Gebet des Herrn zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Stärke und segne euch, der allmächtige Gott. Er schenke euch Mut und Hoffnung. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.